Also, herzlich willkommen im Namen der Java User Group heute Abend bei diesem Event mit Peter Gfader. Peter, willst du auch kurz Hallo sagen? Hallo, hallo miteinander. Bevor der Talk startet mit Peter, habe ich ein paar administrative Informationen für euch. Also vom zeitlichen Rahmen her haben wir das so angesetzt, 18 Uhr bis ca. 19.30 Uhr. Wir werden Zeit haben für Fragen und Antworten. Einen großen Dank zuerst mal an unsere Sponsoren, Platin-Sponsor, Gold-Sponsoren und Silber-Sponsoren. Dank ihrer Unterstützung ist es überhaupt möglich, dass wir die Events in dieser Form durchführen können. Dann zur Bedienung. Ihr seid alle da in einem BigMarker-Webinar. Ihr habt auf der rechten Seite habt ihr einen Bereich für den Chat. Dort könnt ihr quasi untereinander chatten, frisch, fröhlich, frei von der Seele. Wenn ihr Fragen an den Speaker habt, dann hat es einen zweiten Tab, Fragen und Antworten. Dort könnt ihr eure Fragen reinstellen. Ihr habt dort auch die Möglichkeit, Fragen abzuvoten. Und da bitte ich euch, davon Gebrauch zu machen. Das heißt, dass dann die interessantesten Fragen automatisch an die Spitze hochpoppen. Wir werden Fragen, also wenn es gerade aktuell ist oder passt, dann werden wir sie gleich live einbauen und ansonsten im Anschluss versuchen zu beantworten. Dann rein technisch haben wir ein kurzes technisches Delay für der Videoübertragung vom Webinar. Das heißt, wenn ihr quasi etwas reinchattet, oder eine Frage stellt, das ist immer etwas, also das ist quasi live, aber ihr seht uns immer erst quasi 15 Sekunden später, also wir haben da eine kleine Verzögerung drin, sollte aber eigentlich kein Problem sein. Und, am Ende des Webinars werdet ihr automatisch dann auch auf ein Feedback-Formular weitergeleitet. Wir bitten euch, das auszufüllen. Es hat da auch einen quasi ein Kommentarfeld, das man da benutzen kann, hier, wo ihr uns Feedback geben könnt, konstruktiv, ja, was wir verbessern können, ist auch für den Speaker sehr gut. Unter allen Teilnehmern, die Feedback geben, verlosen wir pro Monat eine JetBrains Toolbox Lizenz. Das ist quasi eine Einjahres-Subscription. Da könnt ihr quasi nachher beispielsweise ein IntelliJ Ultimate für ein Jahr benutzen mit dieser License. Sofern alles gut läuft, wir zeichnen das Video auf und publizieren das anschließend auf dem YouTube-Channel. Wenn ihr benachrichtigt werden möchtet, dann könnt ihr da euch subscriben. Die URL seht ihr hier. Ich muss mal da die Farbe noch ändern. So. Genau. Und da hat es auch so eine Glocke. Da könnt ihr quasi die Benachrichtigung für jedes einzelne Video einschalten. Da kriegt ihr eine Push-Benachrichtigung, sobald dann zum Beispiel der Talk von Peter in ein paar Tagen dann aufgeschaltet ist. Ja, hier der Onkel Sam, we want you. Ich weiß nicht, oder vermute, einige von euch wissen das eigentlich gar nicht so, was Java User Group ist. Das ist nämlich ein Verein, so nach gut schweizerischen Verhältnissen, also so wie der Hasenzüchterverein oder der Fußballverein etc. Und der lebt natürlich vor allem auch von seinen Mitgliedern. Wir haben zwar einen exzellenten Vorstand, der sehr viel organisiert, aber wir sind auch immer sehr froh um Beiträge von euch. Wenn ihr eine Idee habt, Vorschläge habt, dann kommt zu uns. Ihr könnt beispielsweise über unseren Slack Workspace mit uns Kontakt aufnehmen oder auch per E-Mail.
info@jag.ch. Das wäre es von meiner Seite her gewesen und ich übergebe jetzt den Stage an Peter und wünsche euch ganz viel Spaß beim Vortrag. Danke vielmals, Peti. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Normalerweise würde ich jetzt fragen, wer hier ist wegen der der JetBrains-Lizenz oder wer hier ist wegen der Pizza. Aber durch den, dass wir da hier keine Handzeichen machen können, muss ich da einfach mal so reinsprechen in das Teil und dementsprechend über den Chat dann Sachen kommunizieren. Sehr gut. Conway's Law Extended. Ich habe ein paar so Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren. Und zwar, ich war recht lange mit Zülke unterwegs, habe da ganz spannende Sachen gemacht mit den verschiedenen Kunden. Deswegen habe ich auch dieses Slide da einfach mitgebracht. Dieses Slide sieht man verschiedene Kunden, wo ich schon einmal dabei war. Und ich erzähle sonst noch ein bisschen was über mich. Mit diesen Kunden habe ich verschiedene Erfahrungen gemacht. Also ich mache auch in meinem Leben noch andere Sachen, nur damit ich das auch einmal gesagt habe. Das ist so ein bisschen die About-Me-Slide. Ich habe ein Privatleben, ja, genau. Ich mache Coaching, Developing, Training, Writing und Speaking. Obwohl das Coaching für mich immer so, ja, was heißt denn das genau? Ich muss noch etwas dazu erwähnen, ich bin kein Professional Coach. Das heißt, ich habe keine Coaching-Ausbildung in der Form von Live-Coaching oder Pferdeflüsterer und so weiter. Aber das alles, was ich so darunter zusammenfasse, unter technischem Coaching begleiten, das ist darunter gemeint. Was ich auch noch mega stolz drauf bin, deswegen muss ich das noch einmal erwähnen, das ist jetzt eine andere Gruppe, was ich und der Patrick Baumgartner zusammen organisieren. Wir treffen uns einmal im Monat, wenn keine größere Pandemie am Laufen ist, in Zürich. Das ist die Software Crafters Zürich Meetup. Da sind mittlerweile über 2000 verschiedenste Engineers dabei und wir tauschen uns aus und lernen da zusammen. Da freue ich mich immer, wenn da Leute sich anmelden und dann irgendwann mal auftauchen, beziehungsweise bei einem von den Remote-Workshops mitmachen. Oh, ich glaube, ich muss das noch ganz kurz erwähnen. Alles, was ihr da seht, Links und so weiter, die bekommt ihr danach über die Java User Group E-Mail und so weiter. Also ihr werdet da noch die ganzen Links und PDF und Slides alles bekommen. Das heißt, ihr müsst da nicht jetzt copy-pasten oder das zusammen friemeln. Ich habe ein paar Bücher geschrieben. Wenn ihr mehr von mir wissen wollt, dann könnt ihr, ich werde es auch auf der letzten Slide nochmal sagen, ich bin immer froh, wenn ich Feedback bekomme zu dem, was ich mache. Da könnt ihr Bücher lesen, ich habe einen Blog, ich habe auch Videos produziert, da könnt ihr mir Feedback dazu geben oder sagen, hey, geile Geschichte, ich habe da was gelernt oder nicht. Immer, wenn ihr was lernt oder so, dann wäre ich noch froh, das ist jetzt ein kleines Experiment von meiner Seite, und zwar, wenn ihr das irgendwo publiziert, wenn ihr sagt, hey, das war doch eine noch interessante Geschichte oder ich habe da was mitgenommen oder jetzt mal, wenn ihr einen Screenshot nehmt, dann tweetet den doch gerade oder Facebookt, Instagramt, Mastodont, TikTok den gerade und wenn ihr dann dieses Hashtag dazu gebt, Conway's Extended, dann werde ich das danach finden und unter all diesen Posts werde ich danach ein Buch verlosen. Und zwar, ihr werdet ein richtiges physisches Buch dann bekommen. Wie wir da in Kontakt treten werden, das lösen wir noch andersweitig, aber ich werde euch ein physisches Buch zuschicken, wie man das halt so früher gemacht hat. Cool. So, steigen wir ein. Conway's Law. Auf dieser Folie sieht man immer das rote Männchen obendrauf und immer wenn das rote Männchen obendrauf ist, dann möchte ich eigentlich von euch ein bisschen Interaktion haben und die Interaktion funktioniert jetzt da mit Bigmarker so, dass ich jetzt da eine Umfrage starte. Ich habe das noch nie gemacht, dann probieren wir das einmal. Und zwar die einfache Frage, wer kennt das Conway's Law? Und die erste Antwort ist, ich könnte es einem Fünfjährigen erklären. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber es gibt dieses Hashtag ELI5, explain it like I'm 5. Und man kann dann alles Mögliche im Internet suchen nach explain it like I'm 5 Blockchain oder explain it like I'm 5 Smart Contracts oder so. Und dann sieht man das, kann man da lernen. Peter, ja. Kurzer Interrupt, wäre es möglich, im Mikrofon-Setup noch etwas zu machen, dass du etwas lauter rüberkommst? Oder? Kann ich nicht machen, gell? Ich kann das Mikrofon näher zu mir nehmen. Das ist, ja. Jetzt ist es besser, ja. Besser? Okay. Danke. Fangen wir nochmal von vorne an, oder? Nein.
Man hat es schon gehört, aber es war einfach leise, ja. Okay. Aber so ist gut, ja. Okay. Danke. Gut. Also, wer kennt das Conway's Law? Ich könnte es einem Fünfjährigen erklären. Gibt es doch ein paar, sehr cool. Ich weiß nicht, wie lange ich da noch warten soll, weil ich weiß nicht, wie viele da jetzt gewotet haben. Ich sehe nur, dass sich da so langsam ein Bild ergibt. Ich ziehe da mal ein, ich weiß gar nicht, wie man das macht. Ich ziehe ja mal einen Screenshot. Das ist das Screenshot, was ich jetzt, das ist so das aktuelle Umfrageergebnis. Ich glaube, wenn ich Umfrage schließen klicke, dann wird es jeder sehen. Ist das so? Chat. Nicht sicher. Also ich habe mal einen Screenshot gezogen. Das ist so das aktuelle Bild. Es haben recht viele von dem gehört oder nie gehört. Ein paar auch. Cool finde ich es vor allem, dass da wir ein paar Experten dabei haben. Das gefällt mir sehr gut. Da können wir wahrscheinlich eine gewisse weitere Tiefe kriegen, wenn wir danach noch weiter dieses Thema diskutieren. Und 10% haben diese Idee von Conway's Law schon in der Vergangenheit genutzt. Das finde ich natürlich sehr cool. Hallo Peter, hier ist Markus. Ja. Wenn die Teilnehmer oben neben Chat und Fragen, können sie auch Umfragen auswählen und dort können sie sich auch ansehen und da sehen sie auch die Ergebnisse, wenn sie das möchten, selber. Und unten rechts unter den Ergebnissen kann ich sehen, dass dort 46 Leute abgestimmt haben. Ah, cool. Ich sehe die 46 nicht, aber cool. Mhm. Cool. Also ich habe da geklickt, dann da geklickt. Cool. Ja. Super. Genau. Cool, dankeschön. So, Conway's Law, damit wir da alle auf dem gleichen Stand sind, gebe ich noch eine kurze Einführung. Conway's Law, das kommt von Melvin Conway, der ist auch relativ stark auf Twitter unterwegs, habe ich gesehen. Hat diese Aussage getroffen vor langer, langer Zeit. Any organization that designs a system, defined broadly, will produce a design whose structure is a copy of the organization's communication structure. Das heißt, die Systeme, die wir bauen, wird eine Kopie sein von den Kommunikationsstrukturen, die wir haben. Ich bringe da noch jetzt eine weitere Variante, und zwar auf Wikipedia ist das gleiche Zitat, aber leicht anders formuliert. Und ich muss euch das noch ganz kurz zeigen, weil ich finde da noch einen Gedanken spannend. Auf Wikipedia steht, Organizations with design systems are constrained to produce the designs which are copies of the communication structures of these organizations. So, hier ist schon die Aussage ein bisschen stärker, dass wir das sozusagen das Team-Setup und die Kommunikationsstruktur innerhalb der Organisation, die geben schon einen Constraint vor. Das heißt, innerhalb dieses Constraint wird sich dann irgendwas bewegen. Und das finde ich eigentlich noch ein spannendes Keyword, wenn man das jetzt im Vergleich zu der originalen Aussage anschaut. Was heißt das? Ganz kurz, das heißt, wenn wir typischerweise drei Teams haben, wenn wir jetzt diese Teams in solche Layer-Teams eingeteilt haben, dass wir eben ein UI-Spezialisten-Team haben, dann werden sich die natürlich um das UI scharen, die Middleware-Spezialisten um die Middleware und die DBAs um die Datenbank. By the way, ich habe eigentlich versucht, immer unten Links reinzutun für die Sachen, wo ich die her kopiert habe, damit ihr könnt später noch mehr darüber lesen und lernen über die verschiedensten Sachen. Ich habe mal eine kurze Frage an den Peti. Sprechgeschwindigkeit, ist die gut? Oder ich sage einfach, ihr müsst mich einfach bremsen, wenn ich zu schnell bin. Aber ich habe gefühlsmäßig, auf YouTube kann man ja dann eventuell auf 0,75 runterschrauben, wenn man dann das Gefühl hat, ich spreche zu schnell. Nicht übertreiben, Peter. Gut, dann lassen wir es mal so. Ich rede auch mal so, wie ich so reden würde. Dann der gleiche Gedanke, wenn ich jetzt cross-funktionale Teams hätte, die wirklich in meinem bounded Context arbeiten würden, wo ich wirklich separate Domänen habe, und die kommunizieren dann irgendwie über einen Mechanismus, den ich jetzt da nicht genau spezifizieren möchte mit dem Pfeil, dann brauche ich auch diese Capability in meiner Architektur. Das ist sozusagen dieses Conway's Law.
Ich gebe noch eine ganz kurze Conclusion zu diesem Conway's Law. Die kommt von Eberhard Wolf. Der hat erst kürzlich auch einen Vortrag gehalten auf einem InnoQ Meetup. Würde ich euch unbedingt empfehlen. Ihr bekommt auch noch den Link von mir. Und das ist eigentlich so seine Conclusion aus diesem Thema zum Conway's Law. Und zwar, er hat er auch noch dieses Inverse Conway's Law Manöver kurz erklärt. Bei diesem Inverse Conway's Law Manöver ist die Idee, dass wenn ich eine gewisse Architektur mir wünsche, dass ich mir dementsprechend die Teams, ein gewisses Team-Setup versuche herzustellen, weil dann die Wunsch- oder Zielarchitektur wahrscheinlich auch passieren wird. Wie ich das dann mache auf der menschlichen Ebene und das Team-Setup-Ebene, da können wir vielleicht später noch ein bisschen mehr dazu reden, aber das ist grundsätzlich dieses Inverse Conway's Law Manöver. Also Manöver in Deutsch gesagt. Das ist sozusagen dieser obere Aspekt von der Slide. Ich probiere jetzt da mal reinzumalen und ich schaue mal, ob man das sieht. Cool, sieht man. Zweiter Gedanke von diesem Conway's Law, ich nehme jetzt wieder diese Conclusion Slide von Eberhard Wolf. Wenn ich eine bessere Kommunikation herstellen kann innerhalb der Teams oder übergreifend von mehreren Teams, dann wird das auch die Architektur verbessern, also Supporting Architecture. Und Training und Consulting ist immer eine gute Investition, damit ich auch Fine-Grained Architecture Decisions dementsprechend gut treffen kann. Ja, und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte hinter diesem Conway's Law. Und ich behaupte mal, jetzt wissen wir eigentlich schon genug Bescheid, was Conway's Law in sich bedeutet. Und ich möchte jetzt gerade mal ein bisschen tiefer gehen und in dieses Extended Conway's Law im nächsten Moment dann eintauchen. Bevor wir jetzt Extended Conway's Law eintauchen, möchte ich noch ein bisschen ein paar Themen zur Architektur sagen. Und zwar, ich stelle euch eine Frage. Was ist Architektur? Ich habe wieder eine Umfrage gestartet. Ich hatte da ursprünglich mal den Gedanken, ups, dass ich das so mache. Aber das habe ich dann hier anders überlegt. Genau. Ich sehe jetzt gerade, da kommen die Votes langsam rein. Ich habe wieder so dieses LE5 drinnen. Ich könnte es einem Fünfjährigen erklären. Das sind doch recht viele hier drinnen. Sehr cool. Schwierig. Es gibt auch ein paar Meinungen, das, was uns der Architekt sagt, was wir tun sollen. Ja. Es gibt aber niemand, der was überhaupt keine Ahnung hat. Das gefällt mir. Das heißt, ich nehme mal an, wir sind hier eine relativ technische Audience. Das ist cool. Das gefällt mir. Ich warte jetzt noch 2 Sekunden und dann schließe ich die Umfrage. Die Balken bewegen sich nicht mehr. Ich schließe die Umfrage. Die ist jetzt geschlossen. Ich mache da einen Screenshot und ich zeige euch ganz kurz die Resultate, damit ihr das auch kurz anschauen könnt. Keine Ahnung, hat niemand gesagt. Das gefällt mir, das habe ich schon ganz kurz erwähnt. Da ist der Fokus auf Hamm schwierig und irgendwo zwischen Bilder an der Wand und so. Ich gebe euch einfach ein paar Gedanken von meiner Seite mit bezüglich Architektur, damit wir da einfach mal ein bisschen tiefer gehen können. Und zwar, was ich unter Architektur verstehe, das ist natürlich einmal die Variante, dass wir ganz viele Bilder haben. Bilder helfen visualisieren, Bilder helfen miteinander zu reden, Bilder helfen aber auch zu verstehen, wenn ich A sage, was meinst denn du? Dieses gemeinsame Verständnis aufzubauen. Und das ist ein wichtiges Problem in der menschlichen Kommunikation, dass wir oft eben nicht gemeinsames Verständnis haben. Da habe ich jetzt einfach ein paar Architekturbilder, verschiedenste Lösungsansätze, da zum Beispiel, wie wir das mit diesem Ingress-Proxy machen. Da ist extrem viel Kommunikation drinnen. Ich habe einfach ein paar Beispiele aus meinem Arbeitsalltag mitgebracht von Architekturen. Es kann aber auch sowas sein, irgendwas Geskribbeltes auf dem Whiteboard, um mal kurz zu visualisieren, was meine ich, wenn ich so gewisse Sachen sage. Da ist noch ein Bild, da hat es noch ein Bild. Das finde ich vielleicht noch für die einen oder anderen interessant. Hier ist ein Talk auf der Stanford University, How We Scaled Dropbox. Dropbox hat mittlerweile sehr, sehr viele User. Also das war aus dem Jahr 2008.
Dort hatten sie noch 50.000 User, mittlerweile ist substanziell mehr. Und sie haben da in diesem Talk beschrieben, wie sie das Ganze skaliert haben. Ich merke gerade immer, wenn ich da zeichne und Esc drücke, dann springt er mir aus dem Vortragemodus raus, was ein bisschen ungünstig ist. Aber ja, kriegen wir schon hin. Genau. Das ist auch wieder ein Architekturdiagramm. Das hilft Kommunikation, das hilft Verständnis aufzubauen. Das hilft aber auch, und das glaube ich, ist eines von den wichtigen Elementen, Entscheidungen zu treffen. Und zwar, ich treffe Entscheidungen aufgrund eines Bildes, einer Kommunikation, aufgrund einer Diskussion mit anderen Leuten. Ein weiteres Architekturbild, das kommt jetzt von der Corona Warn-Up in Germany. Da würde ich euch unbedingt mal empfehlen, da reinzulesen, was da die Architekturgedanken da im Hintergrund waren. Sehr spannend. Das Gleiche gibt es auch hier in der Schweiz, eben für dieses DP3T. Ich will das gar nicht aussprechen, weil das ist recht ein krasses Kürzel. Da ist recht gut beschrieben in dem White Paper, wie das wirklich unter der Haube funktioniert mit diesen Contact Tracing Apps, damit da keine Privacy verletzt wird und so weiter. Ich habe da einfach mal ein paar Bilder rauskopiert. Ich werde auf die Bilder jetzt nicht eingehen, weil das hat ja eigentlich nicht das Ziel. Aber das sind alles so Bilder, die geben mir eine ungefähre Ahnung, wie so Architektur ausschauen könnte. Hier gebe ich euch noch einen weiteren Link zum Sam Newman. Er ist einer von denen Buchautoren zum Thema Microservices, hat recht gute Bücher geschrieben und einen Talk, den ich euch sehen ins Herz legen kann, weil der geht auch so ein bisschen in die Richtung Conway's Law und der beschreibt dann eben, wie man eben Monolithen aufbrechen kann in kleinere Häppchen. Und was ich da eben spannend finde und auch bei vielen Kunden schon gesehen habe, sind die verschiedensten Varianten von den Patterns, die er hat. Und zum Beispiel ein Single-Process-Monolith, das finde ich eigentlich eine super Sache, weil ein Single-Process-Monolith, das heißt, das ist eine Deployment-Einheit. Das macht mein Deployment sehr einfach. Das heißt, ich habe vielleicht auch nur eine Codebasis. Ich habe nur einmal ein Ding, was ich maintainen muss und monitoren. Und für mich, das stimmt für mich nach einem einfachen System. Wenn mir mal das System abkackt, dann ist halt alles weg. Das ist halt der Nachteil für den Ansatz. Aber vielleicht habe ich ja zwei Systeme gleichzeitig laufen und dann mache ich einen Hotswap und ganz verrückte Sachen. Aber grundsätzlich ist das eigentlich noch ein guter Ansatz. Dann der nächste Schritt, ich gehe jetzt ein bisschen auf diese Bilder drauf ein, das ist dieser modulare Monolith. Modularer Monolith heißt, ich habe zwar immer noch einen Deployment-Monolithen, das heißt, ich deploye immer noch eine Einheit, wenn ich in die Produktion gehe, aber ich habe intern im Code schon irgendwie eine Sichtbarkeit von Modulen. Das heißt, ich kann einzelne Module in der Codebasis erkennen. Und das finde ich schon einmal einen super ersten Schritt, um in die Richtung zu gehen, Unabhängigkeit von Teams, ohne jetzt das Wort Microservices zu verwenden überhaupt. Nächster Schritt, und das ist eigentlich, jetzt wird es ein bisschen ungünstig, also im ersten Moment zumindest, er nennt diesen Distributed Monolith. Weil mit diesem Distributed Monolith habe ich eigentlich verteilte Pakete, die ich deployen muss. Ich muss aber, wenn ich diese Pakete deploye, immer schauen, dass die alle zusammenpassen. Als Beispiel, also wenn ich zum Beispiel da eine neue Version deploye, V2, dann muss ich auch schauen, dass da V2 deployed ist, da V2 und einmal das ganze, meine ganze Operational Landscape in einem Moment lupfen muss. Und spannend, das Problem haben noch viel zu viele Organisationen. Das heißt, die müssen eigentlich einmal die ganze Landschaft auf eine Version lupfen. Das heißt, der ganze Deployment-Prozess ist sehr, sehr schwierig. Ich muss koordinieren, ich muss testen, ich muss irgendwie validieren, passt alles noch zusammen. Und das macht das Ganze sehr, sehr komplex. By the way, ich hab bis jetzt immer von Deployments geredet. Ich werde danach noch ein bisschen erklären, was ich verstehe unter Deployments bzw. Release. Da gibt es einen großen Unterschied. Den werden wir später noch klären. Gibt es da einen Keyboard-Shortcut, damit ich das... Gibt es nicht. Okay. Genau. Und wenn ich natürlich jetzt noch Changes da einführe, dann muss ich wahrscheinlich typischerweise diese Changes über die ganzen Layers koordinieren. Das heißt, da kommt ein neues Feld dazu, muss ich schauen, ob das überall richtig ankommt und so weiter. Das ist schwierig bei so einem Distributed Monolith. Das sind jetzt noch nicht Microservices gemeint, nur damit ihr das beantwortet habt.
Gut. Einer schreibt 1,25 schneller reden. Sehr gut. What is architecture? Jetzt stelle ich euch noch einmal die Frage. Und ich glaube, die Frage haben wir ja schon beantwortet. Deswegen gebe ich euch jetzt meine kurzen Antworten dazu. Decisions that have a bigger impact. Und die ist extrem fluffy, diese Aussage. Fluffy, weil was heißt bigger? Und zweitens, was heißt impact? Und meine Erfahrung, und das ist auch so, wie ich das am meisten erkläre, es gibt für mich eine Unterscheidung zwischen Design und Architecture. Design, das sind Entscheidungen, die kann ich innerhalb vom Team treffen, die kann ich auch vielleicht im Pair zusammentreffen oder in einem Mob. Da wird aber nicht die Welt, da muss ich nicht mit der Welt reden. Da muss ich nicht innerhalb von meiner Organisation mit irgendeinem anderen reden. Und Architekturentscheidungen sind typischerweise entweder außerhalb des Teams oder außerhalb sogar von meinem Kontext, wo ich unterwegs bin. Wenn wir jetzt zum Beispiel von einem gewissen Webserver auf eine andere Technologie switchen möchten oder von lokal gehostet zu einem Docker in der Cloud, dann ist das für mich typischerweise eine Architekturentscheidung. Weil die kann ich nicht einfach innerhalb von meinem kleinen Raum hier treffen. Da muss ich wahrscheinlich mit anderen Leuten reden. Da muss ich auch mal überlegen, ja, wie viel kostet das dann später und vorher und bla bla bla. Das sind alles so Gedanken, die die Architekturentscheidungen eigentlich von Designentscheidungen unterscheiden. Uwe Friedrichsen ist ein Kollege von mir, der CTO von der deutschen Firma, der hat noch eine super Definition. Er sagt eigentlich, das Wort ist nicht einmal so spannend. Viel spannender ist eigentlich das Why. Und er sagt, with architecture we attempt to minimize the cumulative costs. Das heißt, es geht um Kostenreduktion von einem System über die Lebenszeit. Auf der gleichen Seite möchte man aber korrektes Verhalten zur Laufzeit erhalten. Das heißt, korrektes Verhalten, das wäre für mich immer der Release-Gedanke. Wir möchten eigentlich das tun, was für meine, für die Organisation, für die Firma wichtig ist, wo man eigentlich wertschöpfend irgendwas macht. Das finde ich eigentlich gut, weil das ist so eine Balance zwischen, okay, es geht um Geld, es geht um Return of Investment, es geht um Kostenreduktion. Auf der anderen Seite aber ist auch noch, wir müssen Korrektheit erhalten und schauen, dass das alles gut kommt. Also die Definition gefällt mir noch sehr gut. Und jetzt haben wir das Why von Architecture und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter zu Good Architecture. Und ich habe die Definition auch spannend gefunden. Good Architecture attracts people. Das habe ich von einem Kollegen gehört und ich habe da spannend gefunden, weil das ist wieder so unspezifisch. Und immer wenn es so unspezifisch ist, dann kann ich einmal drüber nachdenken. Und wenn da steht People, dann denke ich mir, ja, welche Menschen? Sind das die Entwickler, sind es die Architekten, sind es die User, wen zieht diese Architektur an? Und weil das eben so offen ist, kann man sich das mal überlegen und ja, wahrscheinlich zieht es die Entwickler zieht es an, die möchten dann mitarbeiten an dem Ding, weil die Architektur so einfach ist. Diese Aspekte, die finde ich cool. Und das ist eigentlich so, was mir am besten gefällt, Good Architecture enables fast high quality feedback. So eine Architektur, das ist eigentlich das Ziel von einer guten Architektur, würde ich jetzt behaupten, ist, dass ich die Möglichkeit habe, wenn ich was mache, dass ich schnell gutes Feedback bekomme. Beispiel, ich hocke an meinem PC mit meinem Pair-Freund und wir arbeiten an irgendwas, ich ändere was, ich drücke Ctrl-KI, ich drücke Alt-Shift-Enter, whatever, bekomme dann gleich Feedback, hey Peter, du hast was kaputt gemacht oder nicht, yes or no. Das finde ich ist ein gutes Zeichen für eine gute Architektur. Gut. Ich habe noch ein paar Gedanken zu der Architektur und dann schließen wir das ab. Es gibt so diese zwei Typen, zwei Laws of Architecture, Entschuldigung, zwei Gesetze von Architektur. Der erste Gedanke ist, everything is a trade-off. Jede Entscheidung ist ein Trade-off. Das heißt, jede Entscheidung hat immer Vor- und Nachteile. Das heißt, wenn ihr euch sicher seid, hey, Kubernetes und Docker is the way to go, dann habt ihr euch vielleicht noch nicht genug Gedanken darüber gemacht. Mit der Aussage, was sind denn die Nachteile, wenn wir das machen? Es gibt immer Nachteile. Vielleicht sehen wir die jetzt noch nicht, aber die gibt es immer, vor allem, wenn wir über Architekturentscheidungen reden. Und der zweite Gedanke, ist der, why is more important than the how? Das heißt, uns interessiert den ersten Mal nicht so, so stark diese, was die Entscheidung war das How, sondern der Kontext. Wieso haben wir diese Entscheidung zu dem Zeitpunkt getroffen? Da gibt es ja eben Architecture Decision Records, das ist eine Praxis, die jetzt mittlerweile sehr viele Organisationen machen. Das ist ein sehr strukturierter Weg, wie man Architekturentscheidungen festhält. Und ja, Entscheidungen treffen immer in einem Kontext statt.
Normalerweise würde ich jetzt fragen, hier gibt es irgendwelche Fragen. Ich schaue mal ganz kurz. Okay, ich gehe auf die Frage noch nicht ein, was ich da sehe, weil ich glaube, die hat noch nichts direkt mit Architektur zu tun. Oder gehen wir drauf ein. Was hältst du von der These? Teams, die nicht miteinander kommunizieren, bauen lose, gekoppelte Systeme. Daher sollten wir die Kommunikation zwischen den Teams reduzieren oder gleich verbieten. Die finde ich noch spannend. Ich glaube, ich gehe da später noch einmal ein, wenn wir das mit dem Team-Setup besprochen haben. Ich mache mal weiter, Matthias. Und Matthias, du musst auch noch online bleiben so lange, weil sonst hörst du die Antwort nicht. Außer du schaust danach auf YouTube. Ja, das ist dann halt die Abkürzung. Okay, jetzt haben wir das Thema Architektur gehabt. Jetzt kommt das zweite Thema von Conway's Law und das ist sozusagen dieses Communication- und Team-Setup-Thema. Und zwar, was da geht, ist, wie schauen unsere Kommunikationswege innerhalb der Organisation aus, beziehungsweise unser Team-Setup? Ich habe jetzt einfach mal ein Beispiel genommen aus unserem Scrum Master Training. Wenn wir Team-Setup haben, wo die Teams so geschnitten sind, dass wir ein UI-Team haben, Service-Interface-Team, Middleware-Team und so weiter, dann haben wir eigentlich die ganzen Probleme, die wir sogar vorher schon beschrieben haben. Das heißt, das Erste ist eigentlich, ja, wie schaut denn hier die Integration aus? Also wer kümmert sich denn da um die Integration über alle Layers, dass das auch zusammenpasst? Das muss man irgendwie lösen. Zweites Problem ist ja in der Sprint-Review vom Team 3, also wie funktioniert denn da eine Sprint-Review? Was schaue ich denn da an? Oder Team 2, was schaue ich denn an, wenn ich da im Middleware-Layer mal vorbei Feedback geben möchte? Sehe ich da nur ein JSON-API, wo Sachen passieren, ein Swagger-Ding oder so? Also sehr schwierig, da irgendwie zu kollaborieren und Feedback zu geben auf einer positiven Ebene. Das wären eben so Challenges, wenn wir eben in solchen Modus arbeiten. Was man auch oft sieht, ist, dass man eben so, das ist eigentlich ein positives Beispiel, dass man eben ganz klar definiert hat innerhalb einer Organisation, was ist für uns ein Produkt? Ich gebe euch eine kurze Antwort, was für mich ein Produkt ist. Ein Produkt hat ganz klar einen End-User, hat ganz klar jemand dafür, der was Geld da auf den Tisch legt, damit es diesem Produkt gut geht. Das kann ein Sponsor sein oder das kann auch sein, dass der End-User und der was Geld auf den Tisch legt, die gleiche Person ist, weil dann ist es vielleicht ein kommerzielles Produkt. Das sind so ein Aspekt, es bringt jemand Wert, Produkt. Das ist ein klarer Unterschied auch zwischen Projekt und Produkt. Dritter Punkt ist, es ist sehr langlebig. Ein Produkt hat eigentlich eine Lifecycle von Jahren. Projekte sollten eigentlich einen Lifecycle haben von ein paar Monaten, vor allem wenn wir jetzt Projekte und Produkte vergleichen. Es gibt immer Producer und User, das ist der Aspekt. Ja, und entlang diesen 4, 5 Fragen oder 4, 5 Dingen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, hilft es meistens innerhalb der Organisation auch, die Produkte zu finden und dann dementsprechend Produktteams zu bauen. Ich habe da jetzt einfach als Beispiel noch in dem Modell da einfach mal das so visualisiert, dass da ein Pink dahinter noch irgendwo ein Supporting-Team ist. Einfach mit dem Gedanken, vielleicht ist das Supporting-Team ja in einem anderen Laufmodus. Laufmodus heißt, vielleicht haben die einen anderen Prozess, vielleicht haben die einen anderen Weg, wie sie Sachen machen. Gut, Frage an euch. What kind of setup do you have in your organization? Und zwar habe ich dazu zwei Fragen mitgebracht. Und zwar die erste Frage ist, wie viele Teams arbeiten in deiner Organisation? Das heißt, es gibt mir ungefähr auch eine Idee, wie groß eure Organisation ist. Und ich sage mal jetzt nichts. Das ist ein bisschen komisch, weil die Leute dann wahrscheinlich in YouTube nach vorne spulen werden. Aber das ist doch auch gut. Jetzt füllt sich das langsam. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir schon ungefähr ein Stimmungsbarometer. Ich mache mal Umfrage schließen. Und ich gehe jetzt zu der zweiten Umfrage. Und zwar diese Frage. Teams arbeiten an einem Produkt. Ja, wir haben nur ein Produkt. Ja, wir haben mehr Produkte. Aber ein Team arbeitet nur an einem. Nein, es gibt Teams, die ownen ein Systemkomponente. Oder nein, wir arbeiten in Layers, also das erste Modell.
Nein, es gibt Teams, die arbeiten parallel an mehreren Produkten. Ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich ganz klar da jetzt A, B, C, D oder E sagen kann, aber vielleicht gibt es ja ungefähr ein Stimmungsbild, wie das bei euch ausschaut. Und während ihr da rumvotet, zeige ich euch ganz kurz das Resultat von der anderen Umfrage. Das heißt, wir haben hier größere Organisationen im Chatroom als im Webinar. Das ist doch gut. Und wenn sich das nicht mehr rumbewegt, was ich jetzt gerade aufgehört habe, mache ich Umfrage schließen und mache da auch wieder ein Screen. Ich zeige euch gerade das Ergebnis. Und hier sieht man, ja, wir haben nur ein Produkt, das sind 10%. Ja, wir haben mehrere Produkte. Ich finde das zum Beispiel jetzt sehr, sehr cool und auch in meiner Erfahrung nach sehr eine schlaue Alternative, wie man arbeitet. Das heißt, was ich darunter verstehe, ist, wir haben zwar mehrere Produkte in unserer Organisation und das ist eine gute Sache, weil wir da sozusagen mehrere mit mehreren Produkten wertschöpfen und auch Geld verdienen können, unter Anführungszeichen. Aber wir haben trotzdem noch genug Fokus, dass ein Team sich auf ein Produkt stürzen kann. Das ist eigentlich cool. Das da ist ein bisschen ungünstiger, behaupte ich einmal, weil durch parallel an mehreren Produkten arbeiten, da geht halt ein bisschen Fokus verloren, typischerweise. Cool finde ich aber auch, dass niemand in Layers arbeitet und nur ein paar, also 11% ownen ein System oder Komponente. Das ist schon einmal sehr spannend, finde ich. Cool. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, und jetzt haben wir eigentlich das Conway's Law ein bisschen in einer gewissen Tiefe eingetaucht. Jetzt kommt eigentlich so das, was ich euch mitgeben möchte. Und zwar ist dieses der dritte Aspekt, und zwar Arbeit. Und zwar, wie wird Arbeit bei euch definiert? Wie wird Arbeit bei euch von den Teams erledigt und so weiter? Und zwar gebe ich euch ein paar da Gedanken mit. Und zwar der erste Gedanke ist, als Team, seid ihr zuständig fürs Entwickeln oder seid ihr zuständig fürs Entwickeln und Testen oder seid ihr zuständig Entwickeln, Testen, Integrieren oder seid ihr zuständig für Entwickeln, Testen, Integrieren und potentially Releasen? Und das wäre eigentlich noch ein sehr wichtiger Punkt, dass ihr irgendwo in diese Richtung kommt, weil da geht es um Risikominimierung. Wenn ich in einem Team nur Code schreibe, dann habe ich ein sehr hohes Risiko, dass da irgendwas nicht gut ist oder dass irgendwelche Tests nicht passen. Wenn ich im Team nur teste und code und nicht integriere in die ganze Landschaft rein, fehlt mir auch wieder ein sehr, sehr wichtiges Feedback. Das ist einfach ein Gedanke, den ich euch mitnehmen möchte, dass ihr versucht, mal in diese Richtung ein bisschen zu gehen, innerhalb von eurem Team. Behaupte ich aber auch mal, dass das eigentlich heutzutage kein Problem mehr ist. Also ich habe jetzt man sieht eigentlich sehr selten Teams, die nicht Software schreiben und gleichzeitig testen. Das war vor 15 Jahren noch nicht so. Da hat es immer noch gegeben, ja, wir sind die Experten im Programmieren und wir haben eine Expert-Community, die nur für das Testen zuständig ist. Wenn ihr da mal tiefer tauchen möchtet, habe ich da mal ein Video gemacht. Das fällt mir jetzt gerade ein. Machen wir eine kleine Detour. Agile Testing Manifesto Pfada. Da müsste man ein Video finden. Genau das da. Das schauen wir jetzt nicht. Aber ich nehme das gerade in meine Notizen rein. Dass ich das euch auch schicken werde am Ende des Tages und des Abends. Weil der Tag ist ja auch zu Ende, wenn der Abend zu Ende ist. Gut. Jetzt haben wir dieses Thema Deployed versus Release und ich möchte euch da einfach ein kurzes Video zeigen. Ich zeige euch das ganz schnell. Und zwar, das ist ein Video, das ich erst kürzlich auf einer Konferenz aufgenommen habe. Und zwar geht es da auch um technische Exzellenz. And the key on how to make that work. Da geht es auch um technische Exzellenz. Und die Hauptaussage ist eigentlich die, was ist der Unterschied zwischen Deployment und Release? Und da fange ich eben an zu malen und frage dann eben die Audience, ja, was glauben die denn, was der Unterschied ist? Und der Unterschied ist in der Begriffsdefinition, die eigentlich ja fast schon allgemein gültig ist, beziehungsweise habe ich die auch vom Jess Humble das Feedback bekommen, dass das eigentlich so seine Mentalität ist, die was auch im Continuous Delivery Book drin hat, in anderen Wegen.
Der grundsätzliche Unterschied ist der, bei einem Release reden wir davon, wann ist der Change, die Änderung, die Modifikation im Produkt sichtbar bei dem User, also beim Endkunden. Und deployed ist eigentlich nichts anderes, als wie der Change ist in die Produktion introduced, also deployed worden. Das sagt ja schon die Sprache. Ich wiederhole es noch einmal. Deployment heißt die technische Überführung von Änderungen in die Produktion. Und wichtig, Continuous Deployment, da reden wir wirklich immer von Produktion. Und Released heißt, sie ist auch sichtbar für den End-User, für unsere Zielgruppe. Und was ich unter technischer Exzellenz verstehe, ist, wenn man diese zwei Sachen trennen kann. Wenn ich Sachen sage, dann meine ich eigentlich Zeitpunkte. Wenn ich die zwei Zeitpunkte trennen kann, dann habe ich eine sehr hohe technische Exzellenz. Beispiel, viele Firmen machen mittlerweile tägliche Deployments, aber sie releasen vielleicht nur einmal das Monat. Die machen dann eine Release on Demand, wenn sie das Gefühl haben, jetzt passt es gut zeitlich. Beispiel, wir machen tägliche Releases, aber wir treffen dann die Entscheidung von, Entschuldigung, tägliche Deployments, aber wir treffen dann die Release-Entscheidung aufgrund von einem Stichdatum oder von einem anderen Event, der was vielleicht auch extern sein kann, oder dem, was ich auch synchronisiere mit einer Marketingkampagne, mit Flyers, die ich verschicke, mit einer Werbung, die ich sende auf TV oder im Blick24 oder wie die alle Zeitungen alle heißen. Wenn ihr wissen möchtet, wie ich das technisch mache, müsst ihr dieses Video schauen. Es geht ungefähr 3 Minuten. Das findet ihr auch in den Slides drinnen. Feature Flags ist da eine populäre Methode. Permission System und das nächste ist so Infrastruktur, die ich habe in irgendeiner Version, wo ich dann entscheiden kann, du siehst welche Version und so weiter. Kann man sich ein bisschen ausnörden, wenn man das Video sich anschaut. Genau, das ist so der Unterschied zwischen Deployment und Release. Und mit dem Gedanken würde ich ganz gern euch ein bisschen über Arbeit erzählen. Und zwar, wenn wir jetzt mal so diese Grafik uns da anschauen, was auch gerade auf der Slide ist, da sieht man etwas, das nennt sich die Feature Team Adoption Map. Die kommt aus dem Less Framework, wo ich ein mega Fan von bin. Und zwar, das ist eigentlich ist ein Workshop. Mit diesem Workshop wird einmal visualisiert, wo stehen wir als Organisation, also wo schneiden wir Teams, wo schneiden wir Produkte und was muss potenziell passieren, damit wir uns da auf die nächste Ebene begeben können. Diese Ebene beziehungsweise auf diese Ebene. Was muss passieren innerhalb der Organisation, dass wir die Teams mehr empowern können? Dass die von Komponenten zu Systemen zu Produkten kommen, beziehungsweise von nicht nur Coden, Unit-Tests und Integrationsmachen, sondern auch Systemtests. Und ich gebe euch vielleicht noch einen Gedanken mit, damit es funktioniert, da braucht es Vertrauen innerhalb der Organisation. Und meiner Erfahrung nach, damit ich Vertrauen aufbauen kann, muss ich auch so ein bisschen in die Bringschuld gehen. Das heißt, ich muss auch mal beweisen, hey, wir können das. Sonst wird es mega schwierig. Wenn man das nicht beweisen kann, dass man das auch kann, dann hat man Mühe sozusagen. Dann gehen wir jetzt mal in die Richtung von der Arbeit. Und zwar ist jetzt die Frage an euch. Ich habe da ein Modell, das ist basierend auf einem Modell von John Cutler. Und was man da sieht, ist eine Variante, wie wir zusammenarbeiten. Und zwar, wie kommt Arbeit zu Team? Wie definieren wir Arbeit? Und zwar, das erste Level heißt, baut mir genau das, was ich euch sage. Ich habe eine Spezifikation geschrieben, das ist jetzt so ein Dokument. Oder vielleicht habe ich das sogar in Jira-Items runtergedöckelt. Das sind jetzt die 125 User Stories, aber das ist eine Spezifikation. Baut mir genau das. Ob es jetzt Jira User Stories sind oder eine Spezifikation, spielt keine Rolle. Zweites Level. Baut mir etwas, das das macht. Ich definiere, was das machen sein soll und ihr findet Lösungen dazu. Drittes Level. Baut etwas, das den Kunden das machen lässt. Ich definiere wieder aus Business-Perspektive, Fachabteilung, was das X ist, aber ihr findet die Lösungen dazu. Viertes Level. Let's figure out how to solve ein Problem, ein potenzielle Challenge, eine neue Sache, die passiert in der Welt. Fünftes Level, löst dieses Problem dieses Kunden. Sechstes Level, verbessert die Customer Experience für ein gewisses Segment. Siebtes Level, optimiert diese Metrik. Ich definiere die Metrik als CEO oder als Abteilungs- oder irgendjemand Chef, aber ihr
schaut irgendwie die Metrik zu definieren. Achtens, generate this business outcome. Also da reden wir jetzt wirklich von Impact in der Organisation. Neuntens ist dann noch der Gedanke, ja, generate a long-term outcome. Also langfristig möchte ich einen Change sehen, Business Outcome. Und der letzte Gedanke ist halt ein bisschen romantisch, improve the world. Habe ich jetzt noch nie gesehen, aber kann man sich ja mal grundsätzlich so zu Herzen führen. Das heißt, das sind so verschiedene Kollaborationslevels und je nachdem, wie das Empowerment in der Organisation funktioniert, wie aber auch die Teams schon bewiesen haben, ob sie das überhaupt können, werden wir uns da nach unten bewegen, beziehungsweise nach oben. Oft bewegt man sich wieder nach oben, wenn irgendwas passiert in der Organisation. Es geht was in die Hose, wir sind mal ein paar Stunden offline, wir verlieren Geld, wir stehen im Inside-Paradeplatz oder irgendwelche Events, die wirklich die Organisation einmal ein bisschen schütteln. Dann kommt jemand auf die Idee, okay, jetzt müssen wir wieder mehr planen, mehr Kontrolle, mehr Struktur, mehr Standards, mehr Praktiken und so weiter. Aber man kann ja auch mal den umgekehrten Schritt gehen und sagen, okay, was müssen wir denn machen, damit wir einen Schritt wieder weiter nach unten kommen? Das heißt, hier geht es wirklich, wie wird Arbeit definiert und wie wird Arbeit zu den Teams, wie kommt Arbeit zu Teams? Und jetzt habe ich euch da eine leichtere Umfrage mitgebracht. Und zwar, in dieser Umfrage hat es nur 6 Levels. Und das sind eigentlich diese 10 Levels, die ich gehabt habe, habe ich ein paar weggelassen, einfach nur der einfache Halbpaar. Und ich würde ganz gern sehen, wie das bei euch ausschaut, wo ihr ungefähr seid. Ich habe das Improve the World einmal weggelassen, den romantischen Aspekt. Und dann schauen wir mal, was ihr da so für Antworten habt. Ich könnte ja auch das Fenster da so rüberziehen, dann seht ihr ja zwischendrin auch schon die Antworten. Ja, das ist jetzt mein Backend-Admin-Screen. Ich schiebe den da so rüber. Dann seht ihr auch schon, dass sich da so die Balken bewegen. Wenn sich die Balken nicht mehr bewegen, dann schließe ich die Umfrage. Cool, dass ein paar da schon sind beim Lösen dieses Kundenproblems. Das ist schon sehr ein hohes Level. Das gefällt mir. Und lasst uns zusammen an etwas arbeiten. Ist auch spannend. Baut etwas, das X macht. Das ist auch cool. Gefällt mir eben sehr gut, das ist das erste Level schon, weil hier gebe ich explizit vor, oder ich gebe explizit keine Lösung vor. Ich gehe nicht runter in das How, wie die Leute das machen sollen, weil die Entwicklungsteams, die Discovery-Teams, die Delivery-Teams, die sind ja alle Experten. Die wissen ja selber, wie sie was machen sollen. Also brauche ich ja gar nicht, ihnen zu sagen. Gut, wie kommt Arbeit zu Teams? Also wir sind hier ein bisschen im oberen Bereich, aber das ist eigentlich ein typisches Bild, was ich soweit sehe, wenn ich diese Umfrage stelle. Ja, das ist doch eigentlich relativ normal, das Bild, was sich da ergibt. Da bin ich jetzt nicht überrascht. Nächste Frage, jetzt wird es wieder interessant. Wer bricht denn diese Ideen runter in die kleineren Bereiche? Ich stelle jetzt diese Frage explizit, weil auch wenn wir dieses 9. Level von vorher uns noch einmal uns überlegen, irgendjemand wird wahrscheinlich anders denken. Irgendjemand möchte ja einen Business Outcome erzeugen. Vielleicht kommt er nicht bei den Teams an, aber irgendjemand hat ja diesen Wunsch, hey, wir möchten die Welt verändern, hey, wir möchten wirklich Impact erzeugen, ich zoome da ein bisschen rein, hey, wir möchten die Welt verbessern, hey, wir möchten ein Feature bauen, mit diesem Feature können wir mehr Kunden anziehen. Wenn wir mehr Kunden haben, können wir vielleicht wieder neues Geld anziehen. Neues Geld gibt wieder Budget für neue Features und die Welt wird irgendwie besser. Also das passiert wahrscheinlich, aber typischerweise kommt es nicht zu den Teams. Und das finde ich schade. Jetzt schauen wir mal, was da für ein Bild entsteht. Wer bricht Features runter? Das gefällt mir jetzt, was ich da soweit sehe. Ein externes Gremium ist eigentlich sehr tief, weil das empfinde ich als ungünstig. Externes Gremium heißt, es passiert außerhalb von dem Kontext, wo die Teams unterwegs sind. Und das ist natürlich recht ungünstig, weil da werden Entscheidungen getroffen, die vielleicht nicht immer sinnvoll sind. Meiner Erfahrung nach zumindest haben Entwicklungsteams recht starkes Know-how in der Domäne und in der Technologie. Und diese Entscheidungen könnten auch oft helfen, diese Features da runterzubrechen. Und wenn die Teams nicht dabei sind bei diesen Entscheidungen, dann ist das ein bisschen ungünstig, sagen wir mal so. Genau. So, ich schließe die Umfrage. Cool.
Also ich sehe jetzt da so ungefähr 60% dürfen auch die Teams die Features runterbrechen, die sie da umsetzen werden. Gut, ich habe das wieder geschlossen. Cool. So, und jetzt schauen wir uns ganz kurz dieses Conway's Law an, wie da der Zusammenhang ist zwischen diesen drei Aspekten. Und wie schauen wir das uns an? Wir schauen uns das an mit diesem Miro-Teil. Also ihr braucht da eigentlich nichts machen. Ich werde jetzt einfach auf meinem iPad zeichnen. Das heißt, ich schaue jetzt da nach unten, weil ich halt da unten male und dann werdet ihr sehen, was ich da male. Und zwar, ich habe jetzt einfach diese dritte Wolke noch dazu genommen und zwar Arbeit. Das heißt, was wir oben sehen, ist eigentlich das Conway's Law, oder? Wir haben das vorher besprochen. Die Kommunikationsteam-Setup ist ein Constraint auf die Architektur. Also wenn man es so will. Und das heißt, wenn man eine gewisse Architektur haben will, dann sollte man auch am Team-Setup an den Kommunikationswegen arbeiten. Das ist das Conway's Law, das kennen wir schon. Jetzt wird es aber spannend. Wenn wir uns noch diese dritte Stellschraube dazu denken, also diese Arbeitsgeschichte, und zwar, wie wird Arbeit definiert, wie wird Arbeit runtergebrochen, wie wird Arbeit zu den Teams getragen. Das ist alles dieses Work Package. Und da gibt es einen Zusammenhang, weil wenn ich weiß, ich habe 5 Teams und die arbeiten in einem Layer-Team, dann werde ich wahrscheinlich irgendwo diese Bemühung machen von diesem Breakdown von Arbeit. Und abhängig, wie das Team-Setup ist, hat das natürlich auch einen Einfluss, dass ich die Arbeit auch dementsprechend runterbrechen muss, damit die Teams überhaupt an dem arbeiten können. Gleichzeitig hat aber Arbeit auch eine Abhängigkeit zur Architektur. Weil diese Packages, also die Arbeitspakete, die ich ja den Teams dann geben werde, haben ja einen indirekten Zusammenhang auch zur Architektur. Wenn ich schon vorher weiß, wir haben ein System, das verantwortlich ist für einen gewissen Aspekt, dann werde ich auch die Arbeit dementsprechend in die Richtung biegen, dass das zu der Architektur passt. Und da gibt es eben diesen Zusammenhang zwischen den drei Systemen. Und was ich jetzt spannend finde, sind ein paar Gedanken. Ich zeige ganz kurz die Gedanken. Der erste Gedanke ist, wo werden Entscheidungen zu diesen drei Themen getroffen? Als Gedanke, was ich oft sehe und was sehr ungünstig ist, wenn diese Entscheidungen von Decisions, wenn die in einem verschiedenen Raum, in different rooms stattfinden. Was meine ich damit? Architektur, vielleicht gibt es da ein Architekturboard. Drittens, für die Arbeit haben wir so, oft sehe ich da ein PMO-Team oder Product Managers oder Projektleiter oder irgend sowas in die Richtung, die brechen Arbeit runter. Und dann haben wir noch das Communication Team Setup. Das ist eigentlich eine Entscheidung, die vom Line Management getroffen wird. Wer ist in welchem Team, wer darf mit wem zusammenarbeiten und so weiter. Und das ist eigentlich ein großes Problem, wenn die drei Sachen, also diese drei Entscheidungen in einem anderen Raum stattfinden, beziehungsweise nicht miteinander koordiniert sind. Großes Problem. Dann, was habe ich noch sagen wollen zu diesem Modell? Genau, das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke, und jetzt wird es eigentlich für mich interessant, wie ich das Modell auch anwenden kann, und zwar, ich kann mir überlegen, welche, wenn das so drei Stellschrauben sind, wo kann ich anfangen, mal was zu machen? Und typischerweise könnte ich mir mal überlegen, was passiert, wenn ich explizit Arbeit nicht runterbreche. Ich mache das jetzt einmal in grün. Wenn ich das nicht mache, wenn ich explizit Arbeit nicht runterbreche und sage dann, hey, liebe Teams, hol dir mal alle 5 Teams zusammen. Ich habe da nicht so viel Ahnung. Das ist das Problem, was wir im nächsten Sprint in der nächsten Woche lösen müssten. Braucht ihr da noch mehr Input? Könnt ihr euch da selber koordinieren? Gibt es da einen Workshop, Technik, die ihr das irgendwie auf die Reihe kriegen könnt, damit jeder weiß, was zu tun ist? Da würde ich das mal in die gesamten Teams reingeben, als Gedanke. Was dann aber passiert, ist typischerweise, dass ich merke, hey, unsere Architektur erlaubt mir ja gar nicht so zu arbeiten. Und das ist eigentlich auch noch ein Gedanke, den ich sehr oft sehe, dass es gar nicht möglich ist, dass ich in einer Architektur arbeite, wo ich unabhängig als Team Features deployen kann.
Das heißt, das erzeugt da auch einen gewissen Druck auf die Architektur. Und wie ich noch mehr Druck erzeugen kann, und jetzt wird es für mich extrem interessant, ich sage das noch einmal extra, damit ihr noch einmal mehr Aufmerksamkeit mir gebt und weniger Aufmerksamkeit in euren Chat, weil ich sehe, da bewegt sich schon was, was ja gut ist, ist, dass man einerseits explizit Deployment-Zyklen vermindert oder beziehungsweise öfter deployt, in die Richtung, dass man jetzt einfach sagen, wir gehen nicht mehr einmal im Monat in die Produktion, sondern wir gehen jetzt jede Woche in Produktion. Aber was dann passiert, ist typischerweise, das habe ich schon einmal erlebt, ist, dass die Leute sagen, die ganze Entscheidung, die was da jetzt passiert bezüglich Arbeit, ist, ja, erstens müssen wir die Arbeit kleiner schneiden. Wir können jetzt nicht mehr so in Big Batches arbeiten, sondern jetzt wird es wirklich Sinn machen, dass auch die Arbeitspakete kleiner werden. Das heißt, das erzeugt Druck auf die Arbeit, was wiederum Druck auf die Teams erzeugt. Und der Druck auf die Teams, weil die jetzt ja plötzlich in kleineren Schritten arbeiten sollten, erzeugt dann plötzlich einen extrem starken Druck auf die Architektur. Und dann wird es interessant, weil dann kann ich sagen, okay, wie gehen wir jetzt mit dieser Architektur-Change um, damit ich wirklich kleine Schritte in die Produktion machen kann und nicht einmal das ganze System lupfen auf eine neuere Version. Einerseits der Gedanke finde ich sehr erwähnenswert, also dieser Deployment-Zyklus und der gleiche Gedanke eben auch mit dieser Release-Unabhängigkeit. Also wenn wir uns das Thema von vorher noch einmal überlegen mit Deployment versus Release, wenn ich jetzt dem Management, also den Fachabteilungen oder dem Business-Menschen, nennen wir es immer so, wenn ich denen jetzt die Möglichkeit gebe, diese Release-Entscheidung on demand zu treffen, dann habe ich da auch eben einen größeren Hebel, weil ich dann relativ relaxed sagen kann, okay, wir gehen jetzt live mit einem Knopfdruck. Wir deployen vielleicht täglich, aber das kann dann passieren, wenn wir wirklich möchten. Das heißt, ich schreibe es jetzt noch ein bisschen dazu, weil es noch wichtig ist, diese Deployment-Zyklen, die Verkleinerung von, ich schreibe es dazu, Smaller Deployment Cycles erzeugt Smaller Batches. Und was ich dann auch noch interessant gefunden habe, ist, dass ich eine Aussage gehört habe mal, die sie gesagt haben, ja, wenn wir diese Woche nicht live gehen können, ja, dann gehen wir nächste Woche live. Das nimmt auch extrem Druck aus der ganzen Organisation, weil ich muss nicht mehr so Entscheidungen treffen wie, okay, wir gehen am 1. August live. Wenn das nicht klappt, dann ist der nächste Termin wieder im 1. Dezember. Das nimmt extrem einen Druck raus aus dem ganzen System und die Leute können wieder professionell arbeiten. Mit dem Gedanken, ich muss auch beweisen, wie man das alles macht. Aber dazu ein anderes Mal mehr. Was mit der Architektur passiert ist, ich muss kleinere Schritte machen können. Das heißt, auf die Architektur entsteht Druck. Weil das geht ja gar nicht bei uns, weil wir müssen ja immer mit denen reden, da Architekturgremium, durch das Cupboard, dann die Release Manager happy machen und so weiter. Also das erzeugt Druck dort. Zweitens, was ich noch spannend gefunden habe, ist diese Willingness to experiment. Weil ich plötzlich kleinere Schritte machen kann, kann ich auch einmal einfacher ein Experiment starten. Ja, was passiert denn, wenn wir jetzt einfach mal den Button da anders machen oder wenn wir einfach das UI einmal austauschen? Oder vielleicht so auch schon der Gedanke mit A/B-Tests. Was passiert denn da? A/B-Test ist sozusagen, wir messen zwei verschiedene Versionen von der Software in der Produktion und schauen uns dann die verschiedenen Zahlen an und versuchen dann eine Aussage zu treffen. Und drittens, was auch noch passiert mit der Architektur, Root-Cause-Analysen, was unter Umständen oft noch sehr mühsam sind, die werden plötzlich viel einfacher. Durch den, dass der Change kleiner ist in der Architektur, werden auch die Root-Cause-Analysen, wenn was in die Hose geht, viel einfacher. Wenn ich einen großen Big Bang-Release habe, dann können natürlich so viele Sachen schiefgehen. Die API ist nicht up-to-date, der Client passt nicht mit dem Server zusammen, die Daten sind inkonsistent. Wir haben vergessen, das zu machen, die Deployment-Unit ist im POM-File vergessen worden, bla bla bla. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Wenn ich einen kleinen Schritt mache und ich merke das, dann kann ich ganz schnell sagen, okay, der kleine Schritt ist in die Hose gegangen. Ziemlich sicher ist es irgendwo, wo ich gerade den Change gemacht habe. Und das sind so spannende Aspekte,
die diese drei Elemente miteinander verheiratet. Und ich finde jetzt einfach mal, ich stelle jetzt einmal die Frage in den Chat, ist das interessant oder macht das irgendwie Sinn oder findet ihr das auch spannend? Müsste man das noch weiterdenken? Und mit dem würde ich das einmal so stehen lassen. Das wäre sozusagen dieses Extended Conway's Law mit der Addition von Work und mit der vierten Element von Deployment-Zyklung, die was eben Druck erzeugen auf Arbeit, Team-Setup und Architektur. Ich warte mal, vielleicht passiert da was im Chat in den nächsten 50 Sekunden. Und während das passiert, gehe ich da mal aus dem Vollbild raus und gehe mal rüber in die Folien und schaue mal, was da noch drinnen steht, beziehungsweise was da noch ist. Genau, das ist eigentlich noch einmal eine kurze Zusammenfassung von diesem Conway's Law. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang von Architektur. Die Architektur wird auch getrieben vom Kommunikationssetup und das Kommunikationssetup wird oft auch getrieben von der Arbeit, Arbeitspakete, Größe der Arbeitspakete und Teamsetup, die was dann einen Druck erzeugt dementsprechend. Conway's Law Extended gibt es noch nicht auf Wikipedia. Genau. Gut. Und jetzt habe ich euch das Modell erklärt. Ich habe euch eigentlich schon relativ viel Gedanken auch mitgegeben, wie man das potenziell auch nutzen könnte, das Modell. Und jetzt kommt die Frage, okay, schön, ja, wieder ein weiteres Modell. Die Modelle haben ja alle die Challenge, dass die wahrscheinlich potenziell falsch sind, aber trotzdem was Wahres dran ist. Und jetzt müssen wir uns überlegen, ja, was machen wir jetzt mit diesem Modell? Und dazu hätte ich jetzt noch mal ein 3-Minuten-Video. Ich schaue mal ganz kurz, was jetzt noch bei mir auf dem Folien ist. Ja, das geht sich eigentlich zeitlich noch aus. Ich schaue mal ganz kurz in die Fragen rein. Wenn da 1000 Fragen drin sind, dann würde ich gerade in die Fragen eintauchen. Nein. Chat, schneller, Folien. So kann er da mit seiner raussuchen, wählen, welche hat er gar spricht. Als seine Webpage ins nicht extra sagen. Sie sind in dem Fall so auch auf YouTube. Alles klar, das stimmt. Für mich nachvollziehbar. Darin ist stark in Ansatz DevOps Handbook. Ja, es sind alles Gedanken aus DevOps. Obwohl ich ehrlich gesagt finde da jetzt DevOps relativ nichts Neues, persönlich gesagt, weil dieser Gedanke, dass wir die Teams mehr empowern und mehr Richtung zum Wertgenerierung befähigen, das ist von mir aus gesehen jetzt nicht so neu. DevOps hat noch einmal ein spannendes Wort dazu. Arbeit nicht reduziert, Ausrichtung nach Value Streams, genau, Workverteilung ist ja auch ein Teil von Kommunikation, also schon im ganzen Detail, also nicht so explizit, ja, das hat was, also Workverteilen ist auch ein Teil von Kommunikation, ja, hat was, ja, aber ich wollte halt mal ein neues Modell erfinden und anders habe ich es irgendwie nicht geschafft. Guest Nummer 478. Weil ich sehe, es sind nicht mega viele Fragen, also es sind nur 2 Fragen, würde ich gerade die Chance noch nutzen und wir schauen uns gemeinsam ein Video an. In dem Video geht es eigentlich um dieses Problem. Und zwar ist das Problem, dass jede Organisation möchte eigentlich irgendwelche Outcomes erzeugen. Damit wir irgendwelche Outcomes erzeugen können, müssen wir Pläne erstellen. Da werden Pläne erstellt in der Form von, hey, wir haben ungefähr eine Idee oder wir sagen genau, wer wann was macht und so weiter. Und daraus werden Aktionen abgeleitet. Und diese Aktionen sollten dann auch bestätigen, dass gewisse Outcomes da sind. Und genau, was ich jetzt beschrieben habe, wird eigentlich sehr gut in dem Video erklärt. Das heißt, ich werde euch jetzt ganz kurz das Video zeigen. Das geht für 2,5 Minuten. So. Und zwar Outcomes, Plans and Actions. Das ist ein Ausschnitt aus einem Video von Jess Humble und Dave Farley. Die haben einen Talk gegeben auf der Continuous Delivery Konferenz. Und das Spannende eben an dem Ansatz ist, das kommt von The Art of Action von Stephen Bungay. Und zwischen diesen 3 Elementen gibt es Gaps. Gaps, das heißt, da gibt es eine große Distanz zwischen den 2. Die erste Distanz ist eben, what we'd like to know and what we know. Das heißt, wie wir das auch erreichen, ist immer ein bisschen eine Unknown. Und vielleicht ist es Unknown Unknown oder es ist es Known Unknown. Aber das ist immer ein Gap. Das heißt, wir machen ungefähr einen Plan, wo wir eine Idee haben, wie wir da durchkommen. Weiß nicht, sieht man meine Maus da jetzt oben oder links? Ich zeige gerade mit der Maus über dem Video ein bisschen was. Wenn nicht, dann ja. Das Gleiche haben wir auch hier unten. Zwischen den Plänen, die wir stellen und die Aktionen, gibt es so ein Alignment Gap. Das heißt, was eigentlich in den Plänen drinsteht, was wir gerne machen würden mit unseren Leuten und was sie wirklich machen, hat immer ein Gap. Und das dritte Gap,
das besteht zwischen Aktionen und Outcomes. Und da geht es eigentlich darum, der Outcome versus the actual Outcome, ob der wirklich das auch ist. Also jemand hat sich überlegt, einen gewissen Wert zu erreichen, aber die Aktionen, die wir machen, erreichen keinen gewissen Wert. Und jetzt ist es spannend. Und zwar, was machen wir, um dieses Gap zu überbrücken? Der erste Gedanke ist, ja, wir müssen einfach mehr planen, mehr analysieren, da müssen wir viel mehr Details reinholen und typischerweise auch Requirements festnageln, in welche Dokumente gießen, dann kommt es gut. Ist eine Fallacy, oder? Typischerweise sieht man das auch ganz bei vielen Projekten vom Bund, dass das oft noch der Gedanke ist, ah, da wurde nicht richtig Projektmanagement getrieben oder nicht genug geplant. Das ist eine Fallacy. Zweiter Gedanke, ich habe ein Alignment Gap zwischen das, was die Leute machen und was wir aktuell eigentlich geplant hatten. Und was da typischerweise passiert ist, ja, wir fangen an micromanagen. Wir müssen den Leuten genauer sagen, was sie zu tun haben. Ich erstelle Prozesse, ich standardisiere, ich versuche eigentlich das Ganze festzuzurren, damit die Leute nicht irgendwie da Sachen machen, was nicht geplant wurde. Bürokratie wird erhöht, das führt typischerweise zu Frustration in vielen Organisationen und ganz viele Prozesse. Prozesse finde ich auch noch einen spannenden Gedanken. Prozesse ist wie so ein Narbengewebe, oder? Es ist schon mal was passiert, ich habe mir mal wehgetan. Und jetzt habe ich da so ein Narbengewebe und werde das nicht mehr los. Und eigentlich der Gedanke wäre jetzt auch, wie kann ich mein Narbengewebe wieder loswerden? Wie kann ich einen Prozess wieder loswerden? Dann schauen wir noch, was kann ich jetzt machen mit diesem Effects Gap? Das heißt, was wir tun und welchen Outcome wir erzeugen. Also Impact. Der erste Gedanke ist, ja, ich muss Expectation managen. Das heißt, ich muss die Latte extrem tief halten als Gedanke. Oder ich muss das irgendwie besser verkaufen. Sie beschreiben das als Watermelon Status Reporting. Wassermelonenprojekte. Wassermelonenprojekte sind typischerweise außen grün und innen rot. Wenn ihr das noch nie gehört habt. Und das ist halt einfach, das hat nichts mit Transparenz zu tun, das hat nichts mit guter Zusammenarbeit zu tun, das hat nichts zu tun mit Vertrauen auf einer Augenebene zusammenarbeiten und ja, recht ungünstig alles zusammen. Die Challenge ist einfach, diese Gaps, die wir haben, die können wir nicht schließen. Die sind immer da. Was ich aber machen kann, ist, ich kann versuchen, die kleiner zu machen. Jetzt kommt die Antwort eben von den Continuous Delivery Jungs. Und die ist, und die matcht auch so ein bisschen, wo ich mit diesem Conway's Law Extended hingehen möchte. Work in smaller steps, in kleineren Schritten arbeiten. Und also smaller batches wären das, wenn man jetzt den Don Reinertsen seine Sprache verwenden würde. Smaller batches, kleinere Schritte, kleinere Arbeitspakete. Und jetzt wird es schwierig, weil kleinere Arbeitspakete machen, dass die immer noch wertvoll sind, das ist sehr schwierig. Ich kann ja jegliche Arbeit kann ich ja runterbrechen in, ich schreibe ein bisschen Code, dann mache ich das und das, dann mache ich ja das und das. Aber dieses Runterbrechen entlang dieser Task-Ebene, das ist eigentlich nicht mehr wertvoll. Und deswegen möchte ich eigentlich Baby-Steps machen und entlang des Werts runterbrechen, was eben sehr viel schwieriger ist. Und da haben sehr viele Organisationen auch Mühe damit. Aber das ist eigentlich so ihr Mittel, und das kommt auch von Don Reinertsen, das ist eigentlich nichts Neues mittlerweile, also ein Continuous Delivery-Gedanken, was einen positiven Effekt hat. Genau, jetzt habe ich extrem viel geredet. Ich schaue mal, was da noch zusätzlich dazu ist. Genau, ihr bekommt noch diese Links. Hier habe ich noch einmal diese Feature Team Adoption Map drauf. Also wir reden hier immer von Organisationen oder Setups, wo mehrere Teams unterwegs sind. Also es geht immer um mehrere Teams. Kann man vielleicht auch in einem Team sich die ganzen Gedanken machen, aber es geht eigentlich grundsätzlich immer um mehrere Teams. Und zweitens, es geht immer um ein Produkt. Typischerweise, wir haben ein Produkt und mehrere Teams, die an diesem Produkt arbeiten. Wenn das noch nicht der Fall ist, weil wir es nicht schaffen, dass wir wirklich an ein Produkt Fokus haben, dann muss natürlich auch etwas passieren innerhalb der Organisation. Sei es architektonisch, sei es organisatorisch, sei es abteilungstechnisch oder wie auch immer. Aber das sind so die Challenges, die man eben typischerweise sieht. Gut,
Mit dem hätte ich eigentlich von diesen offiziellen Folien jetzt zu Ende. Ich habe noch ein leeres Miro-Board. Also ich kann da noch ganz viel malen. Deswegen freue ich mich jetzt schon auf die Q&A-Session, wo wir eintauchen werden in eure Fragen, die ihr habt. Ich freue mich auf Feedback. Ich freue mich auch auf Gedanken mit diesem Hashtag, den ich euch vorne gezeigt habe, Conways Extended. Send me a tweet. Ihr könnt es mir auf den ganzen sozialen Medien verlinken. Ich bin auf überall eigentlich irgendwo dabei. Ihr könnt auch hier ein Foto machen für diesen QR-Code. Das sollte funktionieren. Und mit dem würde ich ganz gern, da habe ich noch einen Workshop, aber den überspringe ich jetzt. Mit dem würde ich ganz gern in die Q&A gehen. So. Hi, Peti. Danke, Peter. Wir haben da einige Fragen parat. Willst du selber gleich reingehen oder sollst du die vorlesen? Ich kann gern selber reingehen, ja. So, was hältst du? Ja? Von Matthias Brun, was hältst du von der These, Teams, die nicht miteinander kommunizieren, bauen lose gekoppelte Systeme. Daher sollten wir die Kommunikation zwischen den Teams reduzieren oder gleich verbieten. Finde ich mega. Mir fehlt irgendwie, ich sehe es. Ich habe gerade gesagt, irgendwie fehlt mir das Zwinkern in der Frage. Es ist natürlich, wenn man sich das so wünschen könnte, wäre das natürlich mega cool. Du hast halt immer die Challenge, dass das halt irgendwie nicht möglich ist, dass Teams auch so unabhängig arbeiten. Und wenn jetzt die grundlegende Architektur eben so ist, dass ich da Kübel habe und hier habe ich eine Queue und hier habe ich ein UI und ich habe drei Teams und ich lasse die jetzt nicht miteinander reden, dann wird es sehr schnell sehr viele Probleme geben. Aber das wäre eigentlich noch ein interessanter Gedanke, dass man sicher mal die explizit sagt, hey, wir lassen die explizit nicht miteinander reden und ich bringe die dann aber alle zusammen, dann machen wir dann einen großen Workshop nach einer Woche und dann machen wir eine Selbstreflexion und sagen Self-Designing, okay, was müssen wir ändern, damit es wieder gut kommt. Und ich hoffe mal, die kommen dann auf die Idee, dass wir vielleicht die Teams so schneiden, oder dass wir die Teams vielleicht so schneiden. Oder wir sagen dann halt, wir müssen hier mehr kommunizieren. Aber das ist eigentlich noch ein interessantes Experiment, würde ich mal so formulieren. Ja. Cool. Sehr gute Antwort. Sehr gute Frage. Gut, dann von Walter Lierer. Meine Erfahrung mit Offshore-Teams ist, dass die Exzellenz der Teams nicht so gut ist, wie von dir behauptet. Wie sollte man hier die Arbeit zu den Teams bringen? Walter bezieht sich auf diese verschiedenen Levels, oder? Bau mir genau das oder löse mir dieses Problem, etc. Ich glaube, also mir gehen ein paar Gedanken durch den Kopf. Der erste Gedanke ist, meiner Erfahrung nach ist es extrem schwierig, dieses erste Level auch so zu machen. Also Software so zu spezifizieren, dass wir gar nicht mehr miteinander reden müssen, würde ich jetzt behaupten, würde ich jetzt in den Raum werfen, ist gar nicht möglich. Ich kann nicht Software so spezifizieren, dass ich sie dann über den Zaun werfe und wir müssen dann nicht mehr miteinander reden. Software ist so ein komplexes Unterfangen, ich glaube, das geht gar nicht. Und deswegen muss ich da irgendwie andere Wege finden, wie wir das Problem lösen. Und meiner Erfahrung nach, also was wir Bezüge machen, wenn wir mit Offshore-Teams zusammenarbeiten, wir machen extrem viel Austausch auf sozialer Ebene, wir machen Austausch auf fachlicher Ebene, in Fokusgruppen, Community of Practice, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Workshops, um eben Austausch zu fördern. Also was das heißt, ist eigentlich nichts anderes. Bei Offshore-Teams würde ich unbedingt empfehlen, Kommunikation, soziale Aspekte, zu erhöhen und schneller in diesen Arbeitsmodus zu gehen. Und wenn die Exzellenz, also die technische Exzellenz fehlt, dann kann man mich anrufen. Das ist jetzt das Werbefenster gewesen. oder, ja, also gibt es
genug Möglichkeiten, wie man sich fortbilden kann, um diese Probleme auch selber in den Griff zu kriegen. Also ja, technisches Know-how aufbauen ist heutzutage nicht mehr so ein Hexenwerk. Wo ich aber drauf pochen würde, vor allem auch im Zusammenhang mit Offshore-Teams, wäre wirklich, okay, ich möchte am Ende der Woche möchte ich ein funktionierendes Ding irgendwo sehen, das ich testen kann als Endkunde. Jede Woche muss das irgendwo sein. Und nicht Dokumente hin und her schieben, Architektur, Modelle und so weiter, sondern jede Woche möchte ich das irgendwo sehen. Vielleicht ist das ganz, ganz, ganz wenig am Anfang der ersten Woche und dann in der zweiten Woche wird dann mehr und dann in der dritten Woche wieder mehr. Aber das wäre so ein Aspekt, der was ich auch noch bei Offshore-Teams empfehlen würde. Und wie man dann die Arbeit zu den Teams bringen würde, ist, ich würde wirklich wahrscheinlich irgendwie das vierte oder das fünfte Level suchen, dass ich ganz klar sage, ich rede von Outcome und das Team hat die Möglichkeit, über das Wie, also wie bauen wir das technisch, zu überlegen. Das heißt, ich wünsche mir, dass wenn ich das und das mache, dass das und das passiert. Wie das dann gemacht wird, das würde ich dann den Teams überlassen. Wie ich das dann kommunizieren würde, ja, das weiß ich nicht. User Story ist eigentlich noch ein gutes Format. Oder Jobs to be done. Jobs to be done kann man auch mal sich anschauen. Da geht es immer darum, immer in einem gewissen Kontext würde ich etwas Gewisses machen und solche Themen. Letzter Gedanke, mir gehen noch ein paar durch den Kopf, aber einen Gedanken möchte ich noch loslernen zu dieser Frage. Es braucht wahrscheinlich verschiedenste Kommunikationslevel. Gewisse Sachen muss ich gut spezifizieren, wo es eben darum geht, um mathematische Logik, vielleicht so ein Mehrwertsteuerberechnungsding oder sowas. Aber gewisse Sachen kann ich auch sehr, sehr High-Level und Outcome-based machen. Und ich würde vielleicht nie alles auf dem gleichen Level auch dem Team gegenübertragen. Ja, das wäre so ein paar Gedanken zu der Frage. Danke, Peter. Klingt plausibel. Könntest du das Miro-Board nochmal sharen? Jetzt kommt noch eine Frage zu deinem Modell mit den Farben. Und zwar ein Gast hat gefragt, was ist, wenn der Lila-Pfeil in die andere Richtung geht? Also wenn ein Architekturgremium mehr Power hat und Druck ausübt, seltener zu releasen, anstatt umgekehrt. Gibt es da Tipps? Super Frage, weil das ist noch oft, und das ist auch der spannende Punkt, was ich so erwähnt habe in der Ausschreibung. Die Intuition sagt mir eigentlich, wir müssen weniger oft releasen. Wenn es in die Hose geht, dann müssen wir da ja mehr planen, mehr uns Sachen überlegen, mehr Prozess, mehr Standards, mehr Struktur und wir machen es dann einmal und dafür machen wir es dann richtig. Was dann aber typischerweise passiert ist, wenn wir es nur einmal machen, ist, dass dann mehr Arbeit dazu kommt. Das heißt, Release less offen. Was dann typischerweise passiert, da kommt dann mehr Arbeit dazu, weil ja, dann machen wir halt noch's auch noch, dann noch's auch noch und das auch noch. Und was dann passiert ist, wenn noch mehr Arbeit dazu kommt, das heißt, die Releases oder Deployments, die werden dann größer. Und wenn die Releases größer werden, dann wird auch das Risiko plötzlich größer. Und das ist ein Teufelskreis. Ich weiß nicht, ob ihr das, sieht man das da? Risiko wird größer. Und das ist so ein Teufelskreis. Und der ist sehr unintuitiv. Weil eigentlich das Gegenteil, wenn man sich das überlegt, so rein logisch, würde man eigentlich sagen, es ist unintuitiv. Und wenn dann das Architekturgremium eben in die andere Richtung geht, dann würde ich eben sagen, hey, wir müssen mal beweisen, dass wir das auch können. Das wäre ein Gedanke. Der zweite Gedanke ist, ich hoffe, dass vielleicht die Architekten auch einmal früher selber Code geschrieben haben, selber Code deployed, operated, monitored, getraced und so weiter haben, dann hat man typischerweise diese Erfahrung schon gemacht. Drittens, was ich oft noch sehe in Organisationen, sind solche irgendwelche Hotfixes. Und Hotfixes gehen dann plötzlich recht schnell in die Produktion. Und Hotfixes sind ja eigentlich kleine Deployments, kleine Releases, gerade wie es gemacht wird.
Und ich würde mir überlegen, wie können wir schneller öfter Hotfixes machen, anstatt Big Releases und kleine Hotfixes. Wenn ich öfter Hotfixes mache, dann mache ich ja öfter auch kleine Deployments. Das wären so Gedanken dazu. Aber das ist ein Teufelskreis, ja. Gute Frage, danke. Gut, dann noch eine Frage von Walter Lührer. Muss man die Teams ausbilden bezüglich Architektur? Ich nehme mal an, es geht da darum, eben, dass man eben die lose Kopplung auch wirklich realisieren kann und eben schneller releasen kann oder deployen kann etc. Also so verstehe ich die Frage. Ja, ist die Antwort. wenn ich das nicht mache, und vielleicht müssen wir noch genau spezifisch uns überlegen, was Ausbilden heißt. Wenn ich das nicht mache, dann passiert das einfach. Da werden Entscheidungen getroffen irgendwo und wahrscheinlich sind die Entscheidungen nicht gut oder ich habe die Konsequenzen mir zu wenig überlegt, beziehungsweise die sind schmerzhaft. Und das, also die Architektur passiert ja immer, also Architekturentscheidungen werden ja immer getroffen. Aber wenn ich die auf einer Basis treffe, wo ich mir Trade-offs mache und wo ich mir gewisse Sachen zurechtlege, ist das immer ein guter Gedanke. Was ich da dazu empfehlen würde, ist Know-how-Austausch in alle möglichen Formen, wie es so gibt. Was ich schon oft gesehen habe, ist, dass das Architecture Board, das lädt einmal die Woche ein zu einer Q&A. Da kommen dann die verschiedensten Entwickler aus den verschiedensten Gremien, können da reinschauen, können sich Know-how abholen, können Fragen stellen. Da gibt es einen Backlog mit Fragen, was gerade wichtig ist und so weiter. Architekturboard hat eine Open Door, 2 Stunden die Woche wird abgetaucht in alle möglichen Themen. Oder Know-how Exchange mit Video, dass das Architekturboard irgendwelche Themen aufnimmt, das über Video shared. Das macht man typischerweise in sehr großen Organisationen, wo so ein Zusammenkommen kann sehr schwierig ist. Aber Ausbildung, die muss eigentlich passieren, beziehungsweise wenn sie nicht passiert, dann ja, genau, könnte es vielleicht nicht so gut kommen. Gut, würde ich die nächste Frage übernehmen von Loris. Von Loris, ja, wie siehst du eine Aufgabenteilung im Kontext von einem Produkt, in Klammern Value Stream, aber mit skalierten Scrum-Teams? Ein Produkt. Ich muss jetzt kurz überlegen, was da gemeint ist. Ich vermute, weil ich glaube, ich weiß genau, was da gemeint ist. Aber ich überlege mal, das jetzt vielleicht so zu beantworten, dass es unabhängig ist von dem Kontext, wo ich unterwegs bin und wo der Loris unterwegs ist. Wie ist es denn auf dem Kontext von dem Produkt, bei dem Stream mit skaliertes Kontext? Also. Ich würde immer versuchen, die Aufgabenteilung so zu machen, dass ich sich so viel wie möglich die Teams empowern kann. Und empowern heißt für mich Verantwortung reingeben. Das heißt, Verantwortung heißt, die Entscheidungen, die getroffen werden, dürfen sie auch selber spüren. Das ist eigentlich so der DevOps-Gedanke. Das heißt, wenn ich eine schlechte Entscheidung treffe, spüre ich auch diese Entscheidung selber früher. Und das ist für mich ein essentielles Element von Verantwortung übernehmen. Ich stehe gerade dafür, wenn was nicht gut geht, dann werde ich auch so schnell wie möglich das fixen, was machen dazu und so weiter. Also einerseits würde ich mal diesen Gedanken reinbringen und wenn ich dann von Aufgabenteilung denke und skalierten Scrum-Teams, dann ist das eigentlich nichts anderes, als wie ja, wir möchten eigentlich so arbeiten, dass wir relative Unabhängigkeit haben innerhalb von den verschiedenen Scrum-Teams. Was wir da öfters machen oder was ich schon öfter gesehen habe, ist, dass eben die Software das Produkt, wenn es jetzt ein Produkt ist, vielleicht unterteilt wird in Module. Das heißt, wir haben da M1, M2, M3. Vielleicht ist M1 ein Beispiel, da geht es um Risikenschätzungszeugs. M2 ist vielleicht CRM-Zeugs und M3 könnte sein ein Portfolio-Management von Kundendaten. Als Gedanke. Ich würde mir überlegen, wie können wir die 3 Sachen unabhängig machen. Mit der Gefahr hin auch, wenn ich das mache und ich habe dann da oben alles UI
Spezialisten, dann muss ich trotzdem noch hier irgendwie auch noch innerhalb von diesen UI-Experten, und hier unten haben wir Data-Experten, dass wir trotzdem noch übergreifend über diese Personen Know-how austauschen. Sonst werden dort Entscheidungen getroffen, was vielleicht nicht so positiv sind für die anderen. Beispiel, wir verwenden hier React und das andere Team sagt, ja, wir sind ja unabhängig, wir sind ja autonom, wir sind ja selbstorganisierend, wir verwenden hier jetzt Vue.js oder Angular oder ein anderes Ding. Das können, technisch kann man das vielleicht noch irgendwie auf die Reihe kriegen, aber das ist natürlich gefährlich, diese Entscheidung zu treffen, weil wir haben plötzlich in einem Produkt verschiedene Technologien im Werk. Das heißt, ich muss teamübergreifend wieder Know-how austauschen und Know-how sharen, damit es eben nicht zu solchen Entscheidungen kommt, die vielleicht nachteilig sind. Gut. Aber grundsätzlich versuchen, Architektur, Teams und Arbeitspakete so zu schnüren, also die drei Aspekte, damit man feature-übergreifend arbeiten kann. Und da braucht es Architekturänderung. Gut, noch 3 Fragen und 4 Minuten. Die Fragen von Walter verstehe ich nicht so recht. Verstehst du sie? Sonst würden wir sie überspringen. Oder Walter kann die Fragen vielleicht nochmals neu formulieren. Kürzere Zyklen, weniger Features. Ja, ich glaube, ich verstehe sie. Der Gedanke, wenn ich kürzere Zyklen habe, dann als Idee, wir haben da ein großes Feature. Ich sage es jetzt einmal so. Das ist das F1-Feature. Aber wir deployen ja, wenn ich das so auf die Zeitachse lege, wir deployen da wöchentlich in die Produktion. Und da kann ich ja hier eigentlich nichts deployen, weil das Feature ist ja noch nicht fertig. Und das erzeugt dann wieder Druck auf das Development-Team, weil die müssen sich jetzt überlegen, wie kann ich dieses große Feature in kleinere Häppchen schneiden, damit ich das jede Woche in die Produktion deployen kann. Das gefällt mir eigentlich. Das heißt, kürzere Zyklen, Arbeit runterbrechen in kleinere Pakete und versuchen zu deployen und releasen potenziell. Ich muss aber nicht jede Woche releasen. Ich kann vielleicht täglich deployen, so wie Amazon, eBay und die ganzen High-Performer das machen. Und ich kann sagen, wir releasen nur einmal das Monat, weil wir müssen ja da den Fernsehsender updaten und die Marketingmaterial und die Broschüren neu drucken und so. Dann machen wir das nur einmal im Monat. Aber deployen vielleicht täglich oder stündlich. Oder jedes Commit, jeden Push. Das ist eigentlich so ein interessanter Aspekt. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Das ist sogar sehr schwierig. Wie breche ich so eine Produktvision, so eine Feature-Vision von irgendwas Fluffiges in kleine Häppchen runter, sodass wir täglich könnten potenziell was in die Produktion deployen. Ich habe keine Antwort dafür, weil es hängt extrem ab, von was wir machen, welches Produkt, welcher Kontext, welche Industrie und so. Aber grundsätzlich ist das eine starke Skill, dass die Teams haben, wenn sie das können. Vielleicht hat das geholfen, der Gedanke. Ah, ich glaube, die Frage geht da weiter, oder? Ja, ich glaube, es hängt zusammen, aber ich eben verstehe es nicht ganz. Ach so, sehr guter Gedanke. Die Deployment-Aufwand ist stark, habe ich gemeint. Also ich glaube, der Walter redet hier von Deployment-Arbeit. Ah, das gefällt mir gut. Also ich nehme es jetzt so zusammen und ich interpretiere es jetzt so, wenn wir öfter deployen, dann ist es ja öfter mühsam und da sind wir ja mit uns selber beschäftigt, weil Deployen an sich ist ja kein Wert. Ist ja nicht wertvolle Arbeit, wenn ich Code von A nach B schiebe oder eine Konfiguration in die Produktion. Ist nicht eine wertvolle Arbeit. Aber wenn ich das öfter mache, was dann passiert, meine Erfahrung da habe ich, dass die Leute sich dann überlegen, und das ist eigentlich bei jedem Engineer noch bis jetzt so gewesen, dass sich dann überlegen, okay, wie können wir denn das automatisieren? Und das ist eigentlich ein sehr guter Aspekt. Hey, jedes Mal müssen wir da dieses Dokument updaten und da dieses Markdown-File rüber kopieren und gleichzeitig noch unten da in dem Notes etwas machen. Ja, lass uns das doch automatisieren. Das ist eigentlich eine gute Sache, wenn das passiert, dass diese Deployment-Arbeit weniger wird, weil wir es öfter machen. Auch wieder ein bisschen unintuitiv. Gut, dann noch allerletzte Frage, letzte Minute. Was hältst du von Business Capability-Centric Teams?
Sagt dir der Begriff etwas? Nein. Capability. Grundsätzlich tönt das eigentlich gut. Was? BCCT. BCCT, ja. Ich glaube, das tönt so nach Capability ist ja nichts anderes wie eine Fähigkeit. Das ist für mich ein größeres Feature vielleicht. Business Feature zentrierte Teams. Das tönt für mich nach Feature Teams. Und grundsätzlich würde ich da jetzt einen Daumen hoch malen. Das wäre jetzt ideal für ein Präsenzevent, wo man das nachher beim Apro besprechen könnte in aller Tiefe und sich noch weiter austauschen könnte. Mhm. Wir kommen jetzt zum Schluss. Die Zeit ist vorbei. Die Fragen haben wir beantwortet. Ich danke dem Peter ganz herzlich für seinen Talk, dass er sich die Zeit genommen hat, uns sein Modell zu erklären. Wir haben weitere Events bei der Java User Group, die bereits geplant sind, Online-Events. Ihr findet das alles auf der Webseite. Und wenn wir jetzt dann anschließend das Webinar beenden, werdet ihr automatisch aus dem Big Marker Session rausgeschossen und landet dann auf dem Feedback Formular. Ich danke euch ganz herzlich fürs Kommen, fürs Mitmachen im Chat, Fragen stellen etc. und wünsche euch einen wunderschönen Abend noch. Auf Wiederschauen. Dankeschön. Ciao miteinander.